Ja, danke schön, Andi. Danke, ciao. Ja, ich begrüße Sie hier alle. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ja, mein Name ist Marcel Wolf. Ich bin BIM-Consultant hier bei Auxalia schon seit einigen Jahren und als Dozent, als Consultant und eben als technischer Supporter hier unterwegs und habe da einen bunten Werdegang hinter mir von 1998, wo ich die Ausbildung zum technischen Zeichner begonnen habe, in einem Handwerksbetrieb und dann eben bis zum großen Ingenieurbüro, Entwurfs bis Ausführungsplanung, alles mal gemacht und entsprechend da sehr praxisnah dabei und hier bei Auxalia zuständig für Revit, die Project Box und das Opening Transfer Tool. Ja, Gefälleleitung. Das ist ein Thema, das viele beschäftigt, obwohl es natürlich in Revit eigentlich ein sehr angenehmes und schönes Thema ist. In vielen Programmen sind Gefälleleitungen ein Problem. In Revit ist es tatsächlich eine Sache, die sehr gut und einfach funktioniert. Trotzdem gibt es den ein oder anderen Punkt, der auch schon mal für ein Fragezeichen sorgen kann. Und um die will ich mich heute hier so ein bisschen kümmern. Grundsätzlich ist es so, dass Gefälle in Revit sehr gut funktioniert, aber es gibt dann doch den ein oder anderen Punkt vielleicht, wo es ein wenig schwierig werden kann. Grundsätzlich ist alles das, was ich jetzt hier zeige, auf Basis unseres Contents, ja, aus der Project Box, was Ihnen schon die ein oder andere Sache erleichtert im ganzen Umgang damit. Grundsätzlich sind die Funktionen aber hier Revit-Funktion eben dann eben auf Basis unseres Contents aus der Projectbox umgesetzt. Ja, die erste Frage, die sich stellt, ist: Konstruieren im Gefälle oder Gefälle in die Konstruktion bringen? Fange ich erstmal damit an, die Konstruktion aufzubauen und bringe sie danach ins Gefälle oder konstruiere ich direkt mit dem Gefälle? Ich habe das hier mal so ein bisschen aufgearbeitet in Revit, wie die Punkte sind, mit denen ich dort arbeite. Grundsätzlich bin ich erstmal ein Freund davon, dass Sie die Konstruktion erstmal herstellen und das Gefälle nachträglich reinbringen, weil es in vielen Bereichen einfach der schnellste und einfachste Weg ist. Das ist in Revit auch grundsätzlich sehr, sehr unkompliziert. Sie haben das Rohr gezeichnet, Sie haben die Verbindungen hergestellt, Sie wählen es an, Sie wenden eine Neigung darauf an und das Gefälle ist da. Hier habe ich jetzt einen Fall vorbereitet, wo es nicht ganz so einfach gehen wird. Wenn ich hier dieses kurze Video einmal abspiele, dann sehen Sie, dass ich hier das komplette System markiere und dann entsprechend auf die Neigung gehe, dort dann den Steuerpunkt festlege und den Neigungswert und das Ganze einfach auf das System anwende. In diesem Fall wird es nicht einwandfrei durchlaufen, was an der gezielten Konstruktion liegt. Es gibt einzelne Fälle, wo das passiert. Seltene Fälle, aber es gibt diese Fälle. Und das sorgt oft für Fragezeichen. In dem Fall sind es vier Leitungen, auf die das Gefälle hier nicht angewendet worden ist. Im Prinzip kann man sagen, hier ist die Berechnung nicht sauber durchgelaufen und wir haben dadurch in einzelnen Leitungen kein Gefälle drin. Das ist aber tatsächlich überhaupt kein Problem. Denn wenn Sie das gesamte System noch einmal markieren und das Gefälle ein zweites Mal auf das gesamte System ausführen, dann wird mit ziemlicher Sicherheit das gesamte System danach im Gefälle sein. Hier werden keine Warnungen mehr auftreten. Hier wird jetzt das Gefälle auf diese restlichen vier Leitungen zusätzlich angewendet. Was ist der Fehler, der hier oft gemacht wird? Der Fehler, der oft gemacht wird, ist zu versuchen, diese einzelnen Leitungen nachträglich ins Gefälle zu bringen. Und dann wird vermutlich dieselbe Warnung wieder auftauchen. Das Gefälle wird nicht angewendet, weil im Prinzip die Ausgangssituation dieselbe ist, an der Revit im ersten Schritt gescheitert ist. Wenn ich jetzt aber das gesamte System neu berechnen lasse, dann wird der Ist-Zustand genommen und das komplett auf das Gefällesystem nochmal angewendet. Und dadurch läuft es im zweiten Versuch einwandfrei durch. Mit ziemlicher Sicherheit werden Sie so im zweiten Durchlauf immer Ihr Gefälle komplett haben. Das heißt, sollte es im ersten Mal zu einer Schwierigkeit kommen, einfach nochmal ausführen. Wenn eben eine Warnung auftritt, dieses gelbe Fenster, was Sie eben gesehen hat, eine Warnung, die man grundsätzlich so wegklicken kann, wenn ich irgendwo hinklicke, verschwindet die, deshalb wird es gerne mal übersehen. Und es eben kein grober Fehler ist, was mich zum nächsten Punkt bringt, denn das ist der Fall, wodurch ein grober Fehler beispielsweise entsteht. Hier habe ich jetzt eine Situation, wenn ich dort das Gefälle so anwende, wie es jetzt hier in diesem Beispiel abläuft, nämlich ich wähle das aus und lege die Neigung fest und den Steuerpunkt setze ich auf den Abgang. Dann werde ich natürlich einen Fehler bekommen. Das ist vollkommen klar.
So, da gibt es wirklich eine richtige Fehlermeldung, auf die ich reagieren muss. Und vor allem, die Leitungen sind danach nicht mehr verbunden, weil ich hier ein Kontergefälle erstelle, das so nicht umsetzbar wäre. Selbst mit den reellen Bauteilen auf der Baustelle könnte ich das nur mit diesem Kontergefälle unter erheblichem Kraftaufwand herstellen. Das wird kein Handwerker tun. Es ist einfach ein Planungsfehler. Es ist eine fehlerhafte Konstruktion. Und das ist das, was Sie prüfen müssen. Hier unten steht so schön Konstruktion möglich. Bekommen Sie bei einem Gefälle wirklich solch eine Fehlermeldung? Prüfen Sie genau, ob wirklich jede Konstruktion, die Sie gemacht haben, auch schlüssig ist. Oder ob es irgendwo solch einen Fall gibt, wo es zum Beispiel ein Kontergefälle gibt. Das ist für gewöhnlich da der Auslöser. Natürlich gibt es extrem komplexe Situationen mit vielen Versprüngen an einer Stelle. Und da werden wir vielleicht in die Verlegenheit kommen, dann doch mal manuell einen Bereich zu konstruieren, um dann von da aus das Gefälle weiterzuführen. Das kann bei extrem komplexen Situationen vorkommen. Grundsätzlich sollten Sie das aber immer prüfen, ob es tatsächlich auch eine sinnvolle Konstruktion ist oder ob an irgendeiner Stelle vielleicht irgendwas entstanden ist, was so einfach nicht funktionieren kann und auch nicht soll. Ja, dann kommen wir doch zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt das Gefälle in eine Konstruktion gebracht. Wenn ich diese erweitern will, dann möchte ich aber eventuell ja auch direkt im Gefälle konstruieren oder ich möchte das vielleicht auch direkt von Anfang an tun. Das ist natürlich auch überhaupt kein großes Problem. Sie können an der Leitung ansetzen, einfach wieder. Sie sehen, dort ist schon Gefälle drin. Ich erstelle am Ende das Rohr. Ich setze die Neigung nach oben oder unten an. Ich kann also entscheiden, in welche Richtung das geht, stelle den Neigungswert ein und konstruiere wie gewohnt im Grundriss einfach los und habe natürlich das Gefälle exakt in der Leitung drin. Soweit funktioniert das in Revit ja sowieso. Revit ist da in diesem Bereich ja sowieso sehr stark. Sie haben auch direkt eine Quick-Info, dass Sie direkt sehen können, wie hoch bin ich eigentlich? Die können Sie einschalten und sehen sofort, welchen Neigungswert habe ich drin, auf welcher Höhe befinde ich mich gerade, passt das mit meinen Geschossen überhaupt noch? Sie haben am Anfang und am Ende des Rohrs Start- und Endhöhe angegeben und auch wenn Sie Veränderungen zufügen, Sie sehen, wie sich hier dieser Wert verändert, wird die Neigung dabei eingehalten. Ob ich das Rohr verschiebe und dadurch das sich verändert oder ob ich das Rohr verlängere oder verkürze, die Neigung wird dadurch nicht verschwinden. Der einzige Weg, das zu tun, wäre, diesen Wert, den Sie gerade gesehen haben, zu greifen und wirklich manuell eine Endhöhe zu verändern. Damit könnten Sie die Neigung beeinflussen. Wenn Sie die mittlere Höhe, die dem Start, der Starthöhe des Rohrs entspricht, verändern, so wie es jetzt dort zu sehen war und nochmal zu sehen ist jetzt, dann verändern Sie das gesamte System in der Höhe. Das heißt, Sie nehmen nirgendwo die Neigung raus, sondern Sie können das verbundene System in der Höhe verändern, so wie Sie es sonst mit einem normalen Rohr ohne Neigung haben. Und damit zum Beispiel, wie jetzt hier an dieser Stelle, einen Kanalanschluss klar definieren. Sie haben eine feste Kanalanschlusshöhe, das ist ein fixer Wert, den Sie nicht umgehen können. Dann können Sie die dort eingeben, entsprechend, dass der Punkt stimmt. Das gesamte System wird auf diese Höhe angepasst. Sie behalten die 1% Neigung. Es kann Ihnen da gar nichts passieren in dem Moment, sondern es wird einfach angepasst. Alles, was konstruktiv möglich ist, wird auch einfach angepasst. So können Sie dann auch ganz genau die Situation die ganzen Situationen prüfen, die in Ihren Parametern liegen. Sie haben zwei feste Werte, an die Sie sich halten müssen. Sie haben eine Deckenhöhe im Kellergeschoss beispielsweise. Sie haben eine Kanalanschlusshöhe. Dazwischen muss es funktionieren. Über diese Konstruktionsarten können Sie das problemlos steuern. Ne? Also deshalb ist auch Gefällekonstruktion direkt kein Problem. Kommen wir aber zu den Punkten, wo das schwierig werden kann. Wenn ich einfach nur ein System erweitere, alles gar kein Problem. Wenn ich aber an ein bestehendes Gefällesystem anschließen will oder eben ich möchte zwei Gefällesysteme miteinander verbinden, dann muss ich mir darum mehr Gedanken machen. Und das ist eine Sache, die uns zum Beispiel im Support sehr häufig begegnet, dass Leitungen dann nicht verbunden werden können, dass daran die Kunden von uns oft scheitern, beziehungsweise da nicht den richtigen Weg finden, das sauber umzusetzen. Liegt an im Prinzip einer ganz einfachen Sache. Systeme mit Gefälle verbinden setzt voraus, dass ich die Gegebenheiten genau kenne oder mir Gegebenheiten eben schaffe, die ich genau kenne. Denn wenn Sie jetzt hier diese Situation sehen, dann liegt dort eine Gefälleleitung. Und wenn ich jetzt darauf anschließen möchte, dann muss ich wissen, auf welcher Höhe ich das tue. Das ist relativ schwierig. Das hat eine Start- und eine Endhöhe, dieses Rohr. Aber wenn ich jetzt mittendrin anschließen will,
Woher soll ich diese Höhe genau nehmen? Natürlich gibt es immer Wege und Mittel, mir bestimmte Punkte rauszumessen. Konstruktiv ist das aber umständlich, schwierig und meistens funktioniert es nicht sauber. Wir sehen das jetzt hier, wenn ich dort zum Beispiel über ähnliches Platzieren ein Rohr erstellen möchte und ich fange frei an, dann habe ich ja die Höhe nicht sauber und dann kann es passieren, dass ich es einfach gar nicht verbinden kann. Oder jetzt der umgekehrte Fall, ich gehe von da aus los, dann werde ich es direkt verbinden können. Ich stelle die Neigung entsprechend um. Aber auch das wird mich nicht zu einem guten Ergebnis führen, so, und in dem Fall sogar zu einem problematischen, da die Neigung falsch rum ist und es mir auch nicht die Möglichkeit macht, diese Neigung nachträglich sauber zu korrigieren. Ich habe jetzt quasi den tieferen Punkt genau an der falschen Stelle. Deshalb gehen wir da anders vor. Hier haben wir jetzt eine Leitung, die liegt um einiges höher als die ursprüngliche Leitung, auf die wir anschließen wollen. Das heißt, ich schaffe mir eine Situation, dass ich von einem höheren Punkt aus dorthin gehe. Dann kann ich die entsprechende Neigung wählen und anschließen. Auch das wird jetzt nicht zu einem guten Ergebnis führen, denn zwar habe ich jetzt die richtige Neigung in dieser Rohrleitung, aber auf dem T-Stück dort mit einem senkrechten Anschluss, das entspricht sicherlich nicht dem, was ich dort konstruieren will. Also brauche ich einen weiteren Schritt. Ich gehe über Rohr erstellen und ändere nicht nur die Neigung, sondern ich sage auch den Befehl Neigung ändern, der mir die Möglichkeit gibt, eine direkte Verbindung zu machen und nicht diesen senkrechten Anschluss, sodass T-Stück und Bogen aufeinander ausgerichtet sind und ich dadurch eine saubere Verbindung bekomme. Mit natürlich einem vollkommen falschen Neigungswert, da die Höhen nicht aufeinander angepasst sind. Das ist aber kein Problem, da ich diese Strecke nachträglich greifen kann und darauf die Neigung anwenden. Wenn ich dort jetzt die 1% Neigung anwende, dann wird das gesamte System auf diese Prozentzahl angepasst. Die Leitung, die schon im Bestand war, wird in der Höhe versetzt, damit das System in der Höhe angepasst. Und solange das konstruktiv umsetzbar ist, kann das problemlos ausgeführt werden. Konstruktiv umsetzbar heißt im Prinzip nur das, was Sie grundsätzlich in Revit in der Konstruktion beachten müssen. Das, was sonst gilt, dass sich eine Leitung in der Höhe verändern kann, gilt natürlich hier genauso, ob da Neigung drin ist oder nicht. Im Prinzip ist die Bearbeitung in der Neigung nicht anders als in einer normalen geraden Leitung. Alles, was da in Revit sonst möglich ist an Anpassungen, an Leitungen, die ich verschiebe, verlängere, ist hier auch möglich. Wenn ich die Neigung wirklich manuell in irgendeiner Form rausnehmen wollen würde über die Bearbeitung, dann werde ich das immer nur im Schnitt tun können, wo ich eben diese Neigung beeinflussen kann durch den Endpunkt, den ich greife. Im Grundriss kann ich mir das nicht versehentlich zerschießen. Da müsste ich wirklich bewusst einen Wert in einen Höhenpunkt eingeben oder eben diese Neigung aktiv verändern. Ja, Besonderheiten in der Konstruktion. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der voraussetzt, dass man sich mit Revit ein bisschen tiefer eigentlich auseinandersetzt. Denn Revit hat gewisse Regeln, nach denen die Konstruktion funktioniert. Und die spielen in die Neigung noch einmal auf eine andere Weise rein, als es in der normalen Konstruktion sonst so der Fall ist. Ich habe hier jetzt mal eine Situation vorbereitet, in der das an mehreren Stellen zum Tragen kommt. Wir haben hier eine Abwasserleitung in Kunststoff und diese HT-Rohrleitung, so wie sie hier dort gezeigt ist, soll an eine Gussstahlleitung angeschlossen werden, an ein Fallrohr, einfach mit dem 87-Grad-Abgang im T-Stück. Und wenn ich das jetzt verbinde, dann gilt in Revit, das Bauteil, was ich anschließe, bestimmt das Formteil. Also entsteht hier ein HT-T-Stück, was an dieser Stelle falsch wäre. So, jetzt kann es dort zu Schwierigkeiten kommen, wenn ich das im Vergleich zu anderen Rohrleitungen. Wenn ich das bei einer anderen Rohrleitung tausche, ist das kein Problem. Hier entsteht ein 45-Grad-Abgang, der jetzt an der Stelle diese Konstruktion verhindern würde, dass ich einfach auf das andere T-Stück umstelle. Deshalb ist mein Vorgehen da ein anderes. Ich muss erstmal diesen 87-Grad-Abgang sauber erstellen. Das kann ich auf mehrere Weise tun. Ich kann beispielsweise jetzt hier an dieser Stelle einfach das Rohrsegment umstellen und anschließen, um da das richtige T-Stück zu erhalten und danach dieses Rohrbauteil wieder auf das ursprüngliche Rohr zurückstellen. So wäre ein Weg, beispielsweise das schon mal sauber angeschlossen zu haben. So, dann sind natürlich noch weitere Punkte in diesem Rohr, nämlich diese beiden Übergänge, die symmetrisch im ersten Schritt erzeugt werden. Und in unseren Bauteilen können wir diese Symmetrie einfach ausstellen, sodass dann das passende Bauteil für die Situation entsteht.
und wir dann das entsprechend verändert haben. Die Achshöhen ändern sich. Das Rohr ist natürlich nachträglich wieder genauso anpassbar, dass ich das auf die entsprechenden Höhen bringen kann. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo das Gefälle dazu kommt. Wenn ich das Gefälle jetzt auf diese Konstruktion anwende, ne, mit dem 1% Steuerpunkt, ist in dieser Situation natürlich vollkommen klar, der tiefste Punkt im System ist schon fest bestimmt, dann setzt es mir die Änderungen, die ich eben gemacht habe, außer Kraft. Und Sie lesen unten den Satz, die Reihenfolge ist wichtig. Das heißt, in dem Fall sollte ich diese Änderungen niemals vorher machen. Die Neigung folgt denselben Regeln wie die Neukonstruktion. Das Schöne ist, hier wird die Situation jetzt geändert. Wir haben die Neigung drin. Dadurch haben wir eine andere Ausgangssituation. Hier wird beispielsweise der Austausch dieses T-Stücks problemlos funktionieren, ohne dass es auf 45 Grad springt. So, weil wir eine andere Situation haben. Auch nachgängig hier die Symmetrie in der Neigung rauszuschalten, ist kein Problem. Die Neigung wird beibehalten. Die Achsen ändern sich entsprechend. Auch das Rohr ist weiterhin genauso anpassbar. So bekomme ich das entsprechend hin. Wichtig ist dabei eben, Neigung ist wie eine Neukonstruktion und folgt denselben Regeln. Das heißt, im Prinzip wird alles neu miteinander verbunden. So, und damit gelten dieselben Regeln. Zum Beispiel, dass das T-Stück sich aus dem HT-Rohr zieht wieder, dass die Symmetrie aus diesen Übergängen verschwindet. Da zum Beispiel auch die Sache, das ist bei unseren Bauteilen festgelegt, dass sie erstmal symmetrisch entstehen. Warum? Weil es sonst zu Fehlern kommen kann. Wenn Sie diese Symmetrie in den Übergängen nicht vorgeben, dann kann es sein, dass Sie in der Draufsicht nach unten versetzt sind, im Schnitt nach hinten versetzt sind und dass Sie schräge Leitungen konstruieren, ohne es selbst zu sehen in dem Moment vielleicht, weil asymmetrische Übergänge, wenn man sie direkt setzt, so nicht funktionieren. Deshalb sind zum Beispiel unsere Bauteile grundsätzlich so aufgebaut, dass diese Asymmetrie über eine Sichtbarkeit jetzt hier gesteuert ist, sodass Sie dann das richtige Bauteil einfach über einen Klick erhalten, ohne die Gefahr zu laufen, dass es dort ein Problem geben könnte. Da es jetzt aber ja hier um die Reihenfolge geht, ich habe Regeln, die ich befolgen muss bei der Konstruktion. Dieselben gelten für die Neigung. Also konstruiere ich erstmal und bringe danach die Neigung ein und erst dann mache ich diese Änderungen. Dann passe ich mein T-Stück an, dann setze ich dort meine Übergänge um und dann habe ich dort an der Stelle auch überhaupt kein Problem. Sobald die Neigung einmal drin ist, kann ich das alles tun. Ich muss es aber im Blick behalten. Und das ist etwas, was Sie im Blick behalten müssen, auch weiterhin. Jede Neigung folgt genau dieser Regel. Also halten Sie Ihre Übergänge im Blick, halten Sie Ihre T-Stücke im Blick und dann wird das Ihnen auch in der Planung kein Problem machen. Das sind einfach Dinge, die man dann im Hinterkopf halten muss. Deshalb macht es zum Beispiel auch Sinn, dass man, wenn man Neigungen neu vergibt, beispielsweise das vielleicht für Teilsysteme macht, damit man das auch alles immer schön im Überblick hat und dort nichts aus dem Blick verliert. Und solche Dinge sind zu beachten. Ja, damit fassen wir das Ganze vielleicht nochmal zusammen. Wenn es konstruktiv möglich ist, kann ich das Gefälle nachträglich einbringen. Das heißt, ist meine Situation schlüssig und konstruktiv in Ordnung, dann werde ich vermutlich auch das Gefälle einbringen können. Es gibt ganz wenige Ausnahmefälle von sehr komplexen Konstruktionen, wo das vielleicht dann einen manuellen Teil, dass ich einen manuellen Teil einbringen müsste. In dem Fall wäre es aber dann auch so, dass ich diese Systeme einfach getrennt voneinander konstruiere, ins Gefälle bringe, die Verbindung vielleicht manuell konstruiere und dann habe ich auch das sehr einfach geschafft. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Systemen, mit Gefälle, gerade wenn es darum geht, Gefälle nachträglich anzupassen, dann ist Revit da wirklich eine Offenbarung, besonders eben mit den Bauteilen aus der Projectbox. Ja, tritt eine Warnung auf, lohnt es sich, den Neigungsbefehl zu wiederholen? In den meisten Fällen oder in fast allen Fällen wird die Neigung dann angewendet. Das heißt, sollte es ein Fehler sein, dann wird konstruktiv ein Problem da sein. Kommt der Warnungsaufruf, dieses gelbe Fenster, dass eine Neigung nicht angewendet werden konnte, dann wird es in den meisten Fällen oder in fast allen Fällen durch einen zweiten Durchlauf dieser Neigung einfach umgesetzt. Also sich davon gar nicht irritieren lassen, einfach den Befehl nochmal anwenden und dann wird das funktionieren. Ja, das Konstruieren im Gefälle ist eine Frage der richtigen Einstellung. Das geht jetzt nicht um das Mentale, auch wenn das natürlich auch immer positiv sein sollte. Es geht natürlich darum, geht die Neigung nach oben, geht die Neigung nach unten? Habe ich die richtige Höhe? Setze ich an der richtigen Höhe an? Ja, und daraus ergibt sich auch das dann der nächste Punkt. Zuerst kommt die Verbindung und dann die korrekte Positionierung und Neigung.
Das heißt, wenn ich dann Systeme miteinander verbinde, ist es erstmal wichtiger, diese Verbindung sauber zu setzen, als dass alles millimetergenau konstruiert ist. Und dann kann ich es eben über die Neigung anpassen und die Position dann dadurch auch dorthin bringen. Und das ist genau eine Sache, die in Revit, finde ich, grundsätzlich gilt. Das Schöne ist ja, dass wir in Revit nicht mehr hundertprozentig millimetergenau jede Situation konstruieren müssen, sondern durch diese Anpassbarkeit, durch diese Variabilität, die einem Revit bietet, kann ich erstmal eine Konstruktion schnell und gut aufbauen und den reellen Platzbedarf, die reellen Positionen sehr leicht danach herstellen. Das ist in vielen Situationen der schnellere Weg, als wenn ich klein, klein versuche zu konstruieren. Und gerade im Gefälle ist es oft das, was die Leute vom Erfolg zurückhält, nämlich dass sie versuchen, direkt das an den richtigen Positionen richtig zu setzen, statt erstmal die Verbindung vorzugeben und dann eben diese Positionierung und Neigung darauf anzuwenden und dadurch ein super Ergebnis zu erzielen. Ja, und zum letzten Punkt dann nochmal, die Reihenfolge ist entscheidend. Wenn ich am Ende die gute Konstruktion haben will, dann ist es wichtig, dass ich meine Reihenfolgen kenne. Und das heißt, ich mache die Konstruktion, ich mache die Verbindung, ich mache dann die Neigung und alle Anpassungen wie eben die Bauteile, die Asymmetrien und solche Geschichten, alles das, was ich eben sonst in der Konstruktion auch bei der Neukonstruktion einstellen muss, das mache ich nach der Neigung, damit das sauber im Ergebnis nachher das widerspiegelt. Ja, das sind im Prinzip die Hauptpunkte, um die Gefälleleitung sauber zu konstruieren. Ja, wie Andi schon sagte, ist es so, dass das ein sehr nachgefragtes Thema ist, was bei uns sehr oft aufkommt. Deshalb wollten wir das jetzt hier in den Keynotes einmal nochmal behandeln und nochmal aufarbeiten, damit da vielleicht der ein oder andere was draus mitnehmen kann. Ja, damit wäre ich mit meinem Vortrag soweit auch schon am Ende.